Ein Lebensmittel verschwindet in einer Ecke des Kühlschranks und wird nicht mehr gesehen. Wer kennt das nicht? Ich habe noch heute Morgen einen Joghurt gefunden, der war schon mindestens 6-7 Wochen alt. Dann wird aufgemacht, wir sind rausgeholt und wieder weggestellt. Ja, Marmelade hat es schon mal gehabt. Die ist dann einfach irgendwo so ganz hinten hingewandert und dann war sie weg. Wie lange sind Lebensmittel eigentlich haltbar? Viele Lebensmittel sind noch über das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Packung hinaus haltbar, denn das gilt nur für geschlossene Lebensmittel. Aber was ist mit offenen? Wir wollen das Ganze auf die Spitze treiben. Dafür haben wir verschiedene Lebensmittel geöffnet und in den Kühlschrank gestellt. Ein Orangensaft vor 2 Wochen geöffnet, ein Pesto 2 Monate im Kühlschrank, eine Marmelade 4 Monate alt, Gurken seit fast einem Jahr offen. Eine Mayonnaise 4 Monate offen und eine Flasche Curry-Grillsoße, die schon mehr als ein Jahr offen im Kühlschrank steht. Was glauben die Koblenzer? Kann man das noch essen? Wenn ich es probiert habe und es ist noch gut, würde ich es noch essen. Auf gar keinen Fall. Das würde ich mir nicht antun. Nee, lieber nicht. Ich würde sagen, es ist hinüber. Wir bringen die Lebensmittel in ein Labor nach Mainz. Dort werden sie unter anderem auf Schimmelpilze, Hefen und E. coli-Bakterien geprüft. Lebensmittelchemiker Wolfram Wendler wird den Test durchführen. Ja, ich sie jetzt auch nicht berochen und mir genauer angesehen habe, bin ich schon gespannt, welche Keimbelastung wir finden. Ja. Auf einem Nährboden dürfen die Proben jetzt eine Woche wachsen. Woran erkenne ich, dass Lebensmittel schlecht sind? Ein sicherer Indikator für ein ungenießbares Lebensmittel ist Schimmel. Die Sporen sind immer in der Luft. Einmal geöffnet, können sie ins Essen gelangen. Rita Rausch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät: Bei Schimmel sollte man die meisten Lebensmittel wegwerfen, weil das, was man sieht, ist ja nur ein Teil des gewachsenen Schimmels. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wenn Sie eine klassische Marmelade haben, also genauso viel Frucht wie Zucker, dann können Sie das großzügig den Schimmel wegnehmen. Man sollte auch noch einen Teil der Marmelade, die optisch normal aussieht, dann auch wegnehmen. Aber in dem Rest ist eigentlich nichts mehr von dem Schimmel drin. Bakterien und Schimmelsporen sind der natürliche Feind von Lebensmitteln. Sie gelangen beim Öffnen und Schließen in die Lebensmittel. Auch Verunreinigungen am Frühstücksmesser können Marmelade und Co. schnell verderben. Kühle Temperaturen hingegen führen dazu, dass Keime nur schlecht wachsen können. 4-7 Grad im Kühlschrank sind ideal. Was kann ich tun, damit einmal geöffnete Lebensmittel länger haltbar bleiben? Also wichtig ist es, wenn man solche Produkte hat, dass man mit sauberem Besteck in die Gläser dann auch zum Beispiel reingeht und die Produkte rausholt oder auch nicht an einer Flasche trinkt, damit da möglichst wenig Keime in die Lebensmittel auch kommen. Außerdem schützt eine kleine Öffnung besser als eine große und Reste oben am Rand sollte man sofort wegwischen. Die Hersteller sichern sich mit Verbrauchsangaben auf der Packung ab. Häufig sind das relativ kurze Zeitspannen und die Lebensmittel, wenn sie optimal gekühlt und gelagert werden, sind noch zum Teil viel länger haltbar. Aber die Hersteller möchten sich da auch absichern, weil sie nie wissen, wie im Haushalt mit den Lebensmitteln umgegangen wird. Unsere Lebensmittel waren teilweise monatelang offen. Kann man sie noch essen? Zurück in Mainz gibt's die Laborergebnisse. Ich war sehr überrascht. Es war alles in Ordnung. Wir haben keine erhöhten Keimzahlen gefunden, sodass die Ware verkehrsfähig ist. Also die hätte man auch als frische Ware so kaufen können. Keine Probe ist keimbelastet. Aber schmecken sie auch noch? Die Koblenzer probieren. Also es schmeckt jetzt für mich nicht wie 2 Wochen alt. Also ich finde, der schmeckt gut. Würde ich auch noch einen zweiten nehmen. Das ist die Soße, die ist ein Jahr offen. Erstaunlich gut noch. Cornichons, ein Jahr schon im Kühlschrank. Noch relativ gut. Das Aroma ist ein bisschen weg. Das Pesto, was 2 Monate im Kühlschrank stand, Das schmeckt einwandfrei. Das schmeckt ganz normal nach Pesto. Fazit: Kühl und sauber gelagert sind Lebensmittel oft viel länger haltbar, als man denkt. Ein einfacher Tipp: der Augen-Nase-Zunge-Check. Ins Lebensmittel reingucken, dran riechen und einen Geschmackstest machen. So zeigt sich, ob man auch ältere Lebensmittel noch essen kann.